Herzlich willkommen zum Auftakt meines Frühjahrsputzes 2024. Ich starte im Kinderzimmer, denn der Winter war lang und das Chaos ist hier am größten. Wer mir auf Instagram folgt, hatte bereits schon einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Es passiert heute richtig viel. Wir werden unser Spielzeug nochmal in den Keller rotieren lassen. Außerdem werde ich die Fenster putzen, die Möbel verrücken und gründlich putzen. Natürlich werden auch die Vorhänge gewaschen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und dann habe ich noch den ein oder anderen zeitsparenden Tipp, der auch dir den Frühjahrsputz vereinfachen kann. Wenige Tage vor dem Frühjahrsputz haben wir erst einmal uns um das rotierende Spielzeug gekümmert. Das heißt, wir haben einen Teil der Spielsachen, mit denen gerade nicht so gern gespielt wird, in den Keller wandern lassen und haben dafür dann wieder die Sachen, die wir vor einem halben Jahr eingelagert haben, hochgeholt. Bevor wir den Kindern diese Spielsachen aus dem Keller übergeben haben, haben wir diese erst einmal heimlich durchgeguckt und haben direkt die Sachen aussortiert, wonach nicht mehr gefragt wurde, die nicht mehr altersgerecht waren oder die einfach nicht mehr schön waren. Wir haben die Kisten mit den Kindern gemeinsam gepackt gehabt zuletzt und deswegen sind halt auch viele Dinge da in diesen Kisten gelandet, die ich so persönlich nicht aufgehoben hätte. Allerdings wollten sich die Kinder halt partout nicht trennen und deswegen haben wir die Sachen eingelagert. Aber nun mit etwas Abstand haben wir festgestellt, die Kinder haben nach gewissen Sachen überhaupt nicht mehr gefragt. Es war also überhaupt nicht von Bedeutung und diese haben wir jetzt nun aussortiert. Zum Beispiel sowas wie Ü-Ei-Figuren oder auch eine zweite Spielkasse, die aber eigentlich schon kaputt war. Wir hatten die aber irgendwie geschenkt bekommen. Wir haben eine neuere und schönere in Gebrauch und die haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal aussortiert. Wir haben die Kisten dann wieder im Anschluss so zusammengepackt, dass die Kinder nichts merken und haben den Kindern dann die Kisten überreicht. Sie haben sich sehr über ihr altes Spielzeug gefreut und haben mehrere Tage wieder intensiv mit ihrem Spielzeug gespielt und wir konnten einiges wieder aussortieren. Dieser Staubsauger. Die Batterie funktioniert seit 6 Jahren. Mein Mann meinte schon gerade, bevor wir den Staubsauger wegschmeißen, bauen wir die Batterie raus. Den hätten die Kinder so nicht hergegeben. Und die haben nicht danach gefragt. Deswegen lassen wir den jetzt einfach mal so unter der Hand weggehen. Ist hier so einiges an Kleinkram zusammengekommen, was wir entsorgen können. Und hier habe ich jetzt nochmal eine Kiste ganzen Babysachen noch drin behalten, die nicht mehr altersgerecht sind. Und wir haben jetzt das nochmal aufgestockt mit den Sachen, die uns gerade in die Finger gefallen sind. Jetzt alles nochmal in den Keller. Gerade bei so großen Aufgaben stelle ich mir am liebsten erstmal den Timer auf etwa 15 Minuten, damit ich den Fokus auf meine Aufgaben halten kann. Für alle, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, ich bin im Kern ein sehr chaotischer Mensch und würde sogar behaupten, dass ich so leichte ADHS-Züge habe, gerade was so den Haushalt betrifft. Denn ich verzettel mich schnell in den Aufgaben, ich verliere das Zeitgefühl, ich verliere den Blick fürs Wesentliche, ich kann mich an Kleinigkeiten aufhalten, ich träume zwischendrin. Also ich bin da total unstrukturiert und verliere ganz schnell die Kontrolle über mich oder auch über den Haushalt. So war das zumindest auch die letzten Jahrzehnte und das war auch der Grund, warum ich immer, obwohl ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, nie richtig Ordnung und Struktur im Haushalt aufrechterhalten konnte. Dann bin ich auf die Fly-Lady-Methode gestoßen. Da lernt man Routinen und Strukturen und da arbeitet man auch viel mit dem Timer und das hat mir wirklich dabei geholfen, voranzukommen im Haushalt. Außerdem auch das Planen meiner Haushaltstätigkeiten. Auch das war auf jeden Fall eine große Erleichterung, denn so habe ich immer im Blick dafür, was muss ich als nächstes im Haushalt machen. Was habe ich denn wann zuletzt gemacht? Und ich kann mir vor allem die Haushaltsaufgaben in kleinere Etappen stückeln und dann halt auch Erfolgserlebnisse ernten. Ich habe euch meinen Etsy-Shop in der Infobox, also in der Videobeschreibung, verlinkt und außerdem auch noch meine Amazon-Favorit. Gerade die Sachen, die halt häufiger gefragt wurden. Wo hast du dieses Reinigungsmittel her? Wo ist dieses Möbelstück her? Etc. Da ist alles zusammengefasst. Da könnt ihr gerne reinschauen, falls ihr Interesse an irgendwas habt, was ihr bei mir hier in den Videos seht. Als erstes habe ich ja die Betten gemacht. Das ist mir besonders wichtig, um direkt schon mal so einen
Erfolgserlebnis zu haben, dass eine Aufgabe schon erledigt ist, und das Bettenmachen motiviert einfach. Das dauert eine Minute vielleicht, aber das Zimmer sieht direkt schon mal etwas ordentlicher aus als vorher, wenn die Betten gemacht sind. Und dann habe ich mich halt an die Schubladen gemacht und dort versuche ich jetzt erstmal so Sachen auszusortieren, die nicht mehr in Ordnung sind, Überraschungseifiguren, defekte Teile und so weiter. Die sortiere ich jetzt einfach mal aus und danach versuche ich, die Schubladen wieder in richtige Kategorien zusammenzufassen. Also sowas wie Barbies zu Barbies, Lego zu Lego und Autos zu Autos. Mit dieser Unterteilung schaffen es dann die Kinder halt auch ganz gut selber, die Ordnung tatsächlich zu halten, und sie finden halt auch immer ihr Spielzeug wieder. Gerade wenn das so ein bisschen einreißt, wie das jetzt gerade der Fall war, dann entsteht einfach totales Chaos, weil alles überall landet und da kann man halt auch nicht mehr richtig aufräumen. Und gerade nachdem wir jetzt so viel Spielzeug auch aus dem Keller wieder hochgeholt haben, sind jetzt viele neue Teile dazugekommen, die halt keinen festen Platz haben. Und wenn Dinge keinen festen Platz haben, das ist so eigentlich so die Ursache für Unordnung, weil man diese Teile dann einfach irgendwo mit reinstopft, wo sie vielleicht nicht zu suchen haben. Aus diesem Grund war es mir jetzt wirklich besonders wichtig, erstmal Platz zu schaffen, um dem Spielzeug, welches aus dem Keller gekommen ist, halt auch einen festen Platz zuzuteilen. Außerdem habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze am besten arrangieren kann, ohne dass das Kinderzimmer wieder chaotisch und vollgestopft aussieht. Mir ist außerdem auch aufgefallen, dass meine Kinder Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, mit was sie spielen wollen, wenn sie eine zu große Auswahl an Spielzeug haben. Daher habe ich jetzt im Schrank im Spielzimmer nochmal etwas Platz geschaffen, sodass nochmal einige größere Teile aus dem Kinderzimmer hier platziert werden können. Ich möchte außerdem auch den visuellen Lärm reduzieren. Gerade im Kinderzimmer, wenn die Kinder abends zur Ruhe finden sollen und da schlafen sollen, ist es mir wichtig, dass da eine gewisse Ordnung und Ruhe herrscht und nicht zu viel Spielzeug und Chaos drumherum ist. Denn ich bin der Überzeugung, dass man dieses Chaos unterbewusst doch wahrnimmt, auch wenn man das vielleicht so bewusst ausblenden kann. Wir haben im Kinderzimmer ja das Trofast-System von IKEA. Ich finde, gerade für kleinere Kinder ist das super, denn zum einen kann man die einzelnen Kisten rausnehmen, gerade wenn die Kinder ganz klein sind und auch gerne und oft im Wohnzimmer spielen. Man kann am Ende alles wieder einräumen und ins Kinderzimmer zurückverfrachten. Außerdem schaffen wir halt die Kinder aufgrund dieser Organisation und Unterteilung in Kategorien selber Ordnung zu halten. Sie müssen nicht darauf achten, etwas feinsäuberlich zurück ins Regal zu stellen, sondern sie können die Sachen einfach in die Kisten reinfeuern. Ich selber organisiere ja auch unsere Schmutz Wäsche im Trofast-System. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann schaut gerne auch in dieses Video rein. Ich finde, das ist eine enorme Arbeitserleichterung vor dem Waschen für mich geworden, dass ich da nicht mehr groß vorsortieren muss. Ich verräume jetzt noch die letzten Spielsachen und dann lege ich auch schon los mit meinem Frühjahrsputz. Zum Frühjahrsputz gehört für mich vor allem auch, dass ich die Sachen mal anders reinige, als ich sie sonst üblich reinige. Also ich möchte natürlich etwas gründlicher vorgehen und dazu gehört halt für mich auch, den Teppich mal rauszunehmen, unterm Teppich zu reinigen, unter den Bettkästen zu reinigen. Vor allem, obwohl wir täglich staubsaugen, sammelt sich unterm Bett extrem viel Staub und Wollmäuse an. Genauso auch wie in dem Trofastregal. Auch da habe ich richtig viel Staub feststellen können und ich habe tatsächlich auch einige Weihnachtsüberbleibsel gefunden, wie zum Beispiel die Verpackung von unserem Adventskalender, wie auch ein paar Fensterbilder, die noch seit Weihnachten an den Fenstern kleben. Irgendwie habe ich sie einfach übersehen. Zum Frühjahrsputz gehört für mich auch ganz klar das Fensterputzen. Und gerade jetzt, wo der Frühling näher kommt, die Sonne häufiger scheint, die Vögel anfangen zu zwitschern, bin ich auch hoch motiviert, heute diesen Raum wirklich sauber zu bekommen. Das Fensterputzen war lange Zeit einer meiner unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Mittlerweile mache ich das ganz gerne, weil es halt auch super schnell geht. Denn ich arbeite mich so vor, dass ich einmal mit einem Mikrofasertuch den ganzen Schmutz von den Fensterscheiben runterhole und im Anschluss das Ganze mit einem Fensterputztuch streifenfrei aufpoliere. Das Ganze dauert dann 2 Minuten in etwa und der Aufwand und das Ergebnis sprechen für sich. Das ist im Übrigen unbezahlte Werbung. Wer sich aber für diese Fensterputztücher interessiert, der findet die auf jeden Fall verlinkt in meiner Amazon-Liste und ich kann sie euch nur von Herzen empfehlen. Jeder, der sie noch nicht hat, das ist auf jeden Fall eine enorme Arbeitserleichterung im Haushalt. Mittlerweile habe ich das Fensterputzen halt auch so entkoppelt, dass ich wirklich nur Raum für Raum die
Fenster putze und nicht mehr einen großen Fensterputztag für mich einrichte. Das hat mich nämlich früher maßlos überfordert. Dadurch, dass das Fensterputzen so viel einfacher verläuft, mache ich das jetzt mittlerweile auch in viel kürzeren Intervallen. Also ich putze die Fenster in etwa alle 2 bis 3 Monate, wo ich hingegen früher meistens 1 bis 2 Mal im Jahr höchstens die Fenster geputzt habe. Ich habe euch ja am Anfang erzählt, dass ich recht gut im Flylady-System angekommen bin. Und im Flylady-System braucht man eigentlich keinen Frühjahrsputz, denn man arbeitet kontinuierlich genau diese Frühjahrsputzaufgaben ab, und zwar in der Zonenreinigung. Jede Woche ist eine andere Zone dran, also ein anderer Bereich im Haushalt, den man täglich mit 15 Minuten sozusagen abarbeitet. Wenn man gerade einsteigt, ist es halt wichtig, diese 15 Minuten täglich dafür zu nutzen, auszumisten und zu entrümpeln und diese Bereiche neu zu organisieren und allen Dingen einen festen Platz zuzuordnen. Und die darauffolgenden Zonenreinigungstage nutzt man dann halt eben für diese tiefen Reinigungsgeschichten, wie zum Beispiel Heizkörper reinigen, Lampen, Fußleisten, Vorhänge waschen, Fenster putzen. All das, was wir sonst in den Frühjahrsputz reinnehmen, machen wir dann so kontinuierlich übers Jahr hinweg in der Zonenreinigung. Und das Gute daran ist, dass man sich halt nicht überfordern muss, so einen ganzen Tag durchzuputzen, sondern einfach so Stück für Stück, immer mit 10, 15 Minuten doch ein ganzes Stück im Haushalt weiterkommt und dass der Haushalt halt immer auf diesem Niveau bleibt und nicht sozusagen einmal gründlich geputzt wird und dann halt wieder einreißt, bis man dann den nächsten Grundputz hinlegt. Das ist das, was ich so an dieser Methode wertschätze. Allerdings muss ich auch sagen, dass bei mir durch den langen Winter einiges ins Schleifen gekommen ist. Die Kinder waren sehr häufig krank, wir waren sehr häufig krank und da sind natürlich einige Aufgaben liegen geblieben, die ich sonst ganz gerne in der Zonenreinigung gemacht hätte. Das milde Wetter hat mich einfach so in Putzlaune versetzt und dann habe ich halt auch noch die Vorhänge gewaschen. Ich war dann so wirklich hoch motiviert, denn so ein Motivationshoch kann natürlich auch die Ausgangssituation für mich allgemein verbessern und wenn dann die Wohnung oder die Zimmer in einem guten Zustand sind, dann kann ich diesen Zustand lange, lange aufrechterhalten durch meine tagtäglichen Routinen, die ich nach dem Flylady-System angehe. Mittlerweile sind die ersten 45 Minuten um und ich versuche, die Sachen wieder an ihren Platz zu stellen. Damit ich meine Zeit effizient einteile, nutze ich halt immer wieder diese 15 Minuten Zeitfenster und kann dann zum einen reflektieren, was ich in den letzten 15 Minuten geschafft habe und dann wieder von vorne einen Fokus setzen, was ich in den nächsten 15 Minuten schaffen möchte. Mit diesem Vorgehen kann ich dann das Ganze verzetteln, etwas mehr im Zaum halten und kann die Aufgaben priorisierter angehen, so dass man am Ende halt auch einen großen Fortschritt sieht. Ich muss sagen, im Anbetracht der Zeit ist richtig viel passiert. Ich konnte viel Spielzeug aussortieren, ganze Spielzeug neu organisieren, den neuen Platz schaffen für die Sachen. Ich konnte aber auch den visuellen Lärm reduzieren. Ich habe alle Flächen sauber gemacht und gewischt. Ich habe unter den Bettkästen gesaugt. Ich habe hinter dem Trofast-System gesaugt. Ich habe die Heizkörper sauber gemacht. Ich habe die Fenster geputzt, das Fensterbrett und ich habe auch die Gardinen gewaschen. Also es ist wirklich viel passiert und ich finde auch, das merkt man direkt am Raumklima. Also wenn die Fenster geputzt sind, der ganze Staub weg ist, ich finde, man merkt, dass da eine ganz andere Luft plötzlich in diesem Raum ist und das hat mir wirklich sehr gefallen. Und tatsächlich war das heute halt ein Tag, wo die Arbeit halt auch relativ leicht von der Hand gegangen ist und ich eine ganz gute Struktur befolgt habe. Natürlich war der Timer da auch auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, aber es ist leider auch nicht immer so. Am Ende habe ich natürlich noch die Böden gewischt und ich bin für diesen zeitlichen Rahmen, den ich mir gesetzt hatte und den Aufgaben wirklich sehr zufrieden, weil ich das Gefühl habe, wirklich sehr effizient vorangekommen zu sein. Ich könnte mich jetzt auch ohne Timer hier locker 3 Stunden in diesem Raum aufhalten. Deswegen hilft mir der Timer so besonders gut. Und das ist halt auch wirklich ein Tipp, den ich ganz gerne an die Personen weitergebe, die sich halt auch lange an Kleinigkeiten aufhalten können, einfach mal mit einer zeitlichen Begrenzung zu arbeiten. Und hier in der Community kamen da auch schon mehrere Tipps, dass man sich die Zeit entweder mit einem Timer einplant oder mit einem gewissen Hörbuch zum Beispiel oder mit einem gewissen Musikstück oder sonst irgendwas. Man soll sich immer so etwa einen zeitlichen Rahmen setzen, damit man dieses Gefühl für die Zeit nicht verliert und sich nicht zu sehr verzettelt mit Kleinigkeiten. Im Spielzimmer war tatsächlich auch einiges zu tun. Ihr seht hier gerade die Jacken, die habe ich aussortiert. Die werden verschenkt, deswegen packe ich die schon mal in eine Tüte. Aber ich habe auch noch ganz viele andere Baustellen hier, vor allem
hier in dieser Malmkommode, da ist wieder einiges zu tun, aber das schiebe ich mir tatsächlich in die nächsten Zonenreinigung rein. Das steht auch schon auf meiner Zonenliste, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen. Meine Kinder haben ja von mir einen Bastelwagen geschenkt bekommen, das habt ihr vielleicht in meinem letzten Video gesehen, wo ich den IKEA und Action Haul gemacht habe. Und dieser Bastelwagen kommt so gut an und er wird tatsächlich jeden Tag benutzt und da wird halt ordentlich viel gebastelt. Ich muss auch sagen, obwohl ich am Anfang noch die Sorge hatte, dass diese ganzen Kleinteile im Zimmer überall landen werden, hält sich das tatsächlich in Grenzen. Da kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Dann wollte ich natürlich auch noch einen neuen Tipp mit euch teilen, denn ich habe ja meine Vorhänge gewaschen und ich habe sie im Anschluss nass aufgehangen, in der Hoffnung, dass die sich irgendwie glatt auftrocknen. Hat natürlich nicht funktioniert und meine Erfahrung vom letzten Waschgang war die, dass ich mehr als 4 Stunden gebügelt habe. Diese Vorhänge passen ja auch nicht nur aufs Bügelbrett drauf, habe dann ständig Stellen und Bahnen ausgelassen. Das ist mir dann aufgefallen, als die Vorhänge gehangen haben. Da musste ich die wieder runterholen und sie neu bügeln, habe dann auch noch Falten reingebügelt und so weiter. Und ihr seht, das nasse Auftrocknen hat sich leider nicht bewährt, denn ich hatte ganz üble Falten drin. Daraufhin habe ich mir dann bei Amazon nochmal kurzfristig über die Nacht einen Steamer bestellt, in der Hoffnung, dass ich damit die Falten rausbekomme. Und was soll ich euch sagen, es hat besser geklappt, als ich erwartet hätte. Und für alle, die Insta haben und mir noch nicht folgen, folgt mir da auf jeden Fall, denn da werden auch ab und zu mal der eine oder andere Tipp geteilt oder ich nehme euch da auch mal zwischendurch hinter den Kulissen mit. Also guckt da gerne rein. Auf jeden Fall habe ich euch den Steamer bei mir in der Amazon-Liste in der Infobox verlinkt. Falls ihr auch mal Vorhänge wäscht, könnt ihr damit auf jeden Fall ganz gute Ergebnisse erzielen, wie ich finde. Und außerdem finde ich das auch ganz praktisch, dass ich dann halt nochmal so ein Steamer habe, was ich dann halt mit in den Urlaub nehmen kann. Gerade so irgendwie Sommerkleider oder so, die zerknüllen ja auch ganz gerne mal im Koffer und das ist mir handlicher als jetzt ein Bügeleisen und ich denke, dass man damit dann halt auch nochmal so ein bisschen die Wäsche auffrischen kann. Auf jeden Fall habe ich dann auch hier im Spielzimmer schnell die Fenster geputzt. Ihr seht auch hier wieder eine Sache von 1-2 Minuten. Das geht relativ fix und wenn die Fenster geputzt sind, habe ich halt auch immer direkt das Gefühl, dass im Zimmer viel passiert ist. Man spürt, dass das Raumklima direkt besser ist, dass man einfach eine bessere Luft im Zimmer hat. Dann habe ich natürlich nochmal die letzten Sachen für den Bastelwagen verräumt und räume jetzt noch die letzten Sachen in den Schrank und dann habe ich eigentlich schon wirklich mehr geschafft, als ich erwartet hätte und bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Vorankommen in meinem Frühjahrsputz. Ich werde den Rest natürlich jetzt hier gerade im Kinderzimmer dann weiterhin mit meinen Fly Lady Routinen und mit meiner Zonenreinigung noch weiter aufwerten, aber fürs Erste bin ich sehr, sehr weit gekommen. Der Frühjahrsputz geht auf jeden Fall bei mir auch noch in die nächste Stufe, also auch die anderen Räume möchte ich nochmal genauso tiefenrein reinigen, wobei ich da tatsächlich nicht so viel zu tun habe, weil da bin ich wirklich mit meinem Zonenvorgehen ganz gut vorangekommen, beziehungsweise es ist nicht mehr allzu viel zu tun, außer halt diese grundlegenden Sachen wie jetzt die Lampen sauber machen, die Vorhänge zu waschen und so, das könnte ich auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen und das dann einfach mal an einem Tag machen, statt halt in meinen sonstigen üblichen 15 Minuten, die ich sonst so mache. Ich möchte einfach nur wieder, gerade weil die Motivation jetzt auch hoch ist, diese Motivation nutzen und so viel es geht halt auf einmal machen und dann halt wieder mit meinen Zonen in diesem Jahr nochmal besser weiterkommen. Und ich muss sagen, ich habe ja einiges mittlerweile auch bei mir minimalisieren können tatsächlich. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Das war tatsächlich auch nicht mein Ziel ursprünglich gewesen. Aber durch diese Reduktion von diesem ganzen Deko-Schnickschnack hin und her, merke ich einfach, dass die Arbeitsintensität in vielen Bereichen abgenommen hat. Und so komme ich auch tatsächlich viel, viel schneller weiter. Zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer oder in den anderen Bereichen. Aber das werdet ihr auf jeden Fall in den folgenden Videos sehen, da geht es nochmal weiter. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch einmal die Vorher-Nachher-Ergebnisse von meinem heutigen Frühjahrsputz und sollte euch dieses Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über eure Bewertung im Sinne von Däumchen, Abos oder Kommentaren und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.